herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rigoletti History. Berlins historisierte Mitte. Dem Humboldt-Forum, einem neuen Museum im alten Gewand, haben die Gebrüder Humboldt ihren Namen geliehen. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, genannt Alexander von Humboldt, und sein 2 Jahre älterer Bruder Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, genannt Wilhelm von Humboldt, haben als Forschungsreisender und Bildungsreformer Bedeutendes geleistet. Die Welt ist eins, das Fremde, das Andersartige ist keine Bedrohung, so die fundamental bedeutsame Botschaft ihres Lehrers Joachim Heinrich Campe. Nun hat man dem Andenken an die Gebrüder einen Platz unter den Treppen des großen Hauses eingeräumt. Auch das Restaurant huldigt in seiner Namensgebung der Weltanschauung der Humboldt-Brüder. Und im Museumsshop trifft man vielfach auf die beiden berühmten Namensgeber. Jetzt in Rigoletti History. Die Humboldt-Brüder. Wie sie wurden, was sie waren. Aufgewachsen in angenehmen finanziellen Verhältnissen auf Schloss Tegel, fehlt es den Humboldt-Kindern Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand und Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander an nichts. Besonders der Mutter, Marie Elisabeth von Humboldt, sehr reich verwitwete von Holwede geborene Kolomb, aber auch dem Vater Alexander Georg von Humboldt, er war Kammerherr bei Friedrich dem Großen, ist die Bildung ihrer Kinder ein hohes Gut. Nur die allerbesten PrivatlehrerInnen werden bestellt. Wilhelm, Alexander, Joachim Heinrich Campe ist da. Doch Alexanders Kindheit ist geprägt von Schmach und Geringschätzung. Kommen wir gewaschen? Ab dann. Dabei hat sein Leben mit der Patenschaft des Kronprinzen, des nachmaligen Königs Wilhelm II., so hoheitsvoll begonnen. Der kleine Alexander gilt als lernunwillig und wenig begabt. Ganz im Gegensatz zu seinem 2 Jahre älteren Bruder Wilhelm, er gilt als hochbegabt, wissbegierig und belesen. Nichts hält Alexander auf der Schulbank. Eine harte Geduldsprobe für die ehrgeizige Mutter. Doch Joachim Heinrich Campe sagt: Man dringe dem Zögling keine Kenntnis auf, die er noch nicht haben will. Man dringe dem Zögling keine Kenntnis auf, die er noch nicht haben will. Dieser Grundsatz soll zum Ideal des großen Bildungsreformers Wilhelm von Humboldt werden. Dem Zögling keine Kenntnis auf, die er noch nicht haben will. Man dringe dem Zögling keine Kenntnis auf, die er noch nicht haben will. Man dringe dem Zögling keine Kenntnis auf, die er noch nicht haben will. So lässt man Alexander gewähren. Wo ist denn mein Buch?
Die Bücher, die sein Bruder so gerne liest, nutzt er zum Trocknen von Pflanzen. Der frühe Tod des Vaters wirft einen Schatten auf die Kindheit der beiden Brüder. Als 17 Jahre später auch die Mutter stirbt und ein beträchtliches Vermögen hinterlässt, zieht es die jungen Männer hinaus in die Welt. Der Rest ist Geschichte.